Meine Lieben, ein sehr, sehr schönes, sonniges Hallo von eurem Baumi. Ich habe eine sehr, sehr gute und erfreuliche News für euch. Der Fußballmanager 14, der ist nicht länger eine Fata Morgana. Nein, er wurde endlich, das wurde auch zeitoffiziell angekündigt. Entwickler natürlich, wie auch die vergangenen Jahre Bright Future. Und auch beim Publisher hat sich nichts geändert, also Electronic Arts steht nach wie vor dahinter. Hab mich wahnsinnig gefreut, musste ich unbedingt sofort dieses kleine Video raushauen. Und das hat auch einen Hintergrund, und zwar möchte ich gerne, dass ihr dieses Video bis zum Release, man vermutet, dass es so November werden wird, dass ihr das dazu benutzt, um hier unten drunter eure Vorschläge zu schreiben, welchen Verein ich denn übernehmen soll. Im FM13 habe ich das ja selber in die Hand genommen, damals kannte mich ja noch keine Sau, um ehrlich zu sein. Da habe ich ja Nürnberg gewählt und euch steht es komplett frei. Also ihr könnt Bundesliga wählen, zweite Liga, dritte Liga. Ihr könnt einen Auslandsverein wählen, jetzt gerade im Moment mit Everton sind wir ja sehr erfolgreich in der Premier League unterwegs. Es kann natürlich auch Italien sein, Spanien, Frankreich, Holland, meinetwegen auch die Fidschi-Inseln, wenn da überhaupt irgendwie ein Verein simuliert wird, keine Ahnung. Und ja, kurz vor Release werde ich mir dann anschauen, welche Vorschläge denn am meisten vorhanden sind. Und da werde ich mir dann die 7, 8... nehme ich mal an, besten, meistgewünschten Vereine rauspicken und die werde ich dann in einem extra Video verwurschten und dort könnt ihr nichts posten, da könnt ihr einfach nur meine vorgegebenen Kommentare liken und die werden dann so aussehen, dass es die Vereinsnamen sind, die ich dann aus den Vorschlägen hier unter diesem Video rausgesucht habe. Klingt sehr kompliziert, aber das kennen wir ja ungefähr so schon vom lieben Bergi und da könnt ihr dann, wie gesagt, eure Stimme abgeben. Und es wird dann wahrscheinlich so aussehen, dass es vor Release dann ungefähr eine Woche, zwei Wochen laufen wird, damit ihr auch alle genug Zeit habt dafür. Und der Verein, der am Ende die meisten Likes bekommen hat, das wird dann quasi mein Startverein sein im Fußballmanager 14. Freue mich wahnsinnig drauf, bin auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein bisschen erleichtert, dass es endlich jetzt über die Bühne gegangen ist. Der Fußballmanager ist einfach im Moment mein Lieblingsspiel und es macht mir so viel Freude, das zu Let's Playen und ich merke auch, dass es bei euch sehr gut ankommt. Von daher ist es nur logisch, dass es dann mit dem FM14 in die zweite Runde geht. Okay, dann verabschiede ich mich an der Stelle von euch und ja, man hört sich. Bis dann, euer Baumi. Ciao, ciao.